So Leute, das sind wir nun also zu GTA 5. Das ist erstmal nur ein Eindruck zu dem, was vielleicht kommen wird. Ich werde auch wieder Zombie Escape aufnehmen. Zombie Panic Source meine ich. Und ja, jetzt läuft auf jeden Fall GTA 5. Das ist so ein erster Eindruck. Es gibt jetzt ja noch nicht allzu viel zu sehen. Es hatten auch einige Probleme mit so Grafikkarten. Mit Nvidia-Grafikkarten. Ich habe eine AMD-Grafikkarte. Und ja, deswegen konnten halt zwei von uns eh nicht zocken. Besser gesagt, einer. Der andere hat es nicht mehr runtergeladen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall noch gucken, wie wir das machen. Und ich fahre halt ein bisschen durch die Gegend, mache ein paar Jobs, was nicht ganz so erfolgreich ist, aber ein gutes Bild schon mal vermittelt. Und ja, damit geht's jetzt hier los. Ich hoffe, es gefällt euch. Hallo Jan. Da. Okay. Scheiße, ich wollte auf die Uhr klotzen. Gott. Was machen wir denn? Also ich gehe jetzt erst einmal zur Flugschule, mal gucken, was man da machen kann. Dann machen wir das. Ich gehe kurz zu dir rüber. Wo ist die? Unten am Flughafen. Ich bin jetzt Level 7, ich weiß nicht, ob die dich schon freigeschalten hast. Oh. Ja, egal, gut, dann mache ich irgendeinen anderen Scheiß. Stimmt. Könnte ich eigentlich auch mal machen, Level 7 werden. Ja, wie schon gesagt, ich habe gerade irgend so eine Mission gemacht und dann knapp 3000 RP bekommen. Das ging ziemlich ab. Gerade Level 6 geworden, 3000 RP und Level 7, das... Wenn das immer so wäre, das wäre richtig nice. Ja. Ich krieg andauernd Mission von Gerald. Der Ladevorgang nervt, ey. Mich würde es interessieren, ob das wirklich jetzt am Server liegt. Ich kann es echt nicht glauben. Liegt bestimmt am Computer. Freunde in der Sitzung. Wer kauft denn sich bitte als Auto so ein riesen SUV? Ich? Weißt du, den SUV in Arma, der immer umgeflogen ist? Wenn man zu schnell war. Ja, ja. Hey! Na los. Habe ich mir einmal gekauft, die Kackschüssel. Ich fand die eigentlich aber relativ witzig. Ich komme schon vor wie der Boss, aber die ist halt immer umgeflogen. War halt nicht so cool. Nein, mein geklautes Auto! Na! Ich hast gerade dreimal überschlagen. Ich bin im Prinzip gestartet. Hast du Boxen an? Nee, weil irgendwie habe ich dich gerade doppelt gehört, war voll komisch. Nö, halt Headset. Naja, vielleicht habe ich dich durchs Headset, ach keine Ahnung. Halte ich für unwahrscheinlich, ja, ja, weil die Schall gedämmt sind. An Andreas Flugschule, ich komme. Als erstes kaufe ich mir mal ein paar Waffen und dann mache ich mal einen Job oder so. Oh, da. Weil ohne Waffen geht ja nichts. Oh, fuck. Jo, ich renn schon wieder mit meiner... Was sind das? Pulver... was auch immer mit der Schrotze erhalt. Oh Gott, ich muss ja... Vergesst das immer. Hochschule. Da, 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 da. Bloß ich spiel's gerade mit Tastatur. Ich würde ja gern. Warum hast du jetzt Tastaturen? Weil die das Gamepad ja eben spackt und ich dauernd Gas gebe. Beziehungsweise wenn ich auf was sind das für eine Taste? RT oder R2 drücke, oh fuck. Schlägt der. Ja. LOL. Außenlooping mit einem Jet. So, wo kommt denn jetzt hier mein Feind? Ach scheiße, gerade verpasst. Ich jag jetzt erstmal ein Auto von meinem Feind in die Luft. Oh Gott, der fährt gerade Pain Spray, das wird eine böse Überraschung werden.
mehr. Ja gut, ich denke mal, mit Flugschule wird sich ja dann automatisch das Tor auch nach außen, wenn du von außen kommst, öffnen, oder? Schätze ich mal. Weil es kann nicht immer sein, dass du da reinschanzen musst in den Flugplatz. Wäre irgendwie schwachsinnig. Also wie lange braucht der Typ da drin? Ich will Leute töten. Oh Mann. Wow, im Rückenflug unter einer Brücke durch. Komm schon, beweg dich. Ich hab den Typ anvisiert und jetzt hat er Angst und fährt nicht los. Weil er genau weiß, wenn er los hat, jetzt hat er sich ausgelockt. Oder? Langweilig, hat er Angst gekriegt oder was? Mein Gott, ey, muss mir ein anderes Opfer suchen, echt. Ja, ja, ja. Bisschen Autotunen. So. Wo hast du jetzt eigentlich diesen Rauch gefunden? Wie, unter was ist denn das? Unter welche Rubrik? Weiß ich nicht. Sprengstoff, Bremse, Panzerung? Irgendwo unten, glaube ich. Bei Reifen vielleicht, ne? Ja. Ja. Nee, ach egal. Nee, ich will eigentlich noch... Genau. What the fuck? Oh, oh. Scheiß drauf. Brauch ich nicht. Ah. Mensch, da will man doch nur einen Mensch umbringen und was passiert? Gar nichts. Da, da, dum. Ach, du bist ja hier. Im Haus oder was? Oh. Mach mal Hausparty. Oder ist das jemand anderes? Irgendjemand wird mir anzeigt. Ach, scheiße. Ich lass mir aus der Ewigkeit. Mann! Ey, aber das Witzige ist jetzt, wo ich aufnehme, ne, läuft das Spiel fast flüssiger. Das ist voll behindert. Macht überhaupt keinen Sinn. Flugstunde bestanden. Und gleich mein Jetflug. Scheiße. Ja, du weißt ja, du kennst mich ja, was ich vom Fliegen halt jetzt hier im Spiel. Ja, bloß weil du es nicht kannst. Ja, das Natur, ich halt nicht so geil. Ja, ich fliege. Dafür ziehe ich dich beim Rennen immer ab. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr so schnell seid, ganz ehrlich. Ohne Witz. Ist grad so geil, bei mir lädt's grad irgendwie die Textur nicht nach. Lol, ich dürfte bei dem Militärflughafen mit einem Standardflugzeug landen. Alter. Was ist da los? Der ist böse. Ernsthaft?
Was? Vorsicht, dein Geisteszustand ändert sich. Hallo, ich habe einen Bösewicht umgebracht, der war rot. Ja, richtig, und jetzt bist du rot. Ja, ja, schon klar. Ja, aber ich dachte, Rote darf man töten. Ach, egal. Ja. Oder besser gesagt, Rote zu töten bringt einem eher ein... Also eher ein gutes, ja, Ruhmpunkte, sag ich jetzt mal. Einfach ein Ruhm halt. Wie heißt denn es? Karma, gell? Glaube ich. Karma ist schon, glaube ich, ob du gut oder böse bist. Und so. Ich hab jetzt Waffen. Endlich. Gescheitert trifft. Aber ein Flugzeug kaufe ich mir auf jeden Fall. Den kleinen Vestra Jet oder wie das Teil heißt. Nur welches? Ey, stell mal bitte dein... Du hast ja auf niemand gestellt, ne? Bei Beifahrer. Wer dein Auto benutzen darf. Stell mal bitte auf Beifahrer, weil sonst kann niemand bei dir rein. Also ich meine, als Beifahrer, weißt du, nicht mal das geht. Wenn du drin hockst. Wäre ein bisschen scheiße. Ja. Hä? Was? Wann darf ich nichts kaufen? Oh, ich bin... Leute, ich werde von der Polizei verfolgt, aber der Typ ballert mich trotzdem. Ah, die Fresse. So, jetzt. Jetzt bin ich ein freier Mann. Nein, nein, keine Gasmaske, Mann. Ah, da hängen ja schon schöne MGs da hinten, aber die darf ich alle nicht kaufen. So. Decken wir uns voll ein. Komm, komm, komm. So. Oh ja, jetzt stehen wieder haufenweise Panzer und der Bullshit da, ey. Wo? Auf dem Flughafen. Echt? Militär, oder? Ja, ich mach grad Flugschule. Ach so, ach so. Ach, auf das hast du das bezogen. Oh, ich darf endlich eine Weste kaufen, solltest du auch mal machen. Weißt du, eine Schutzweste? Bitte was? Bei dem Waffenmarkt. Nein, das meine ich gar nicht. Man muss also bei dieser, da fällt das Triebwerk auf und du musst auf dem Militärgelände landen, da ganz hinten an der Stadtbahn. Ich bin aber früher angehalten. Ja, was war's? Bronze anstatt Gold. Macht das Sinn? Nicht wirklich. Alter, da fliegt jemand im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob es der ist eine Person. Alter, wie groß ist denn das Flugzeug? Heftig. Ich glaube, ich sollte mal zum Flugplatz gehen. Wobei, der hat's ja nix. Ah. Hat's irgendeinen Job für mich? Macht Sinn, ich muss jetzt einen Fallschirm hinterherjagen und ich hab keinen. Also ich falle gerade aus dem Flugzeug. Ja. Ach komm, ich übernehme. Ach, mit dem Chat fliegen kann ich nicht, das ist voll behindert. Ich kann eigentlich nur wirklich, wobei, man muss auch sagen, ich bin nur mal abgestürzt, weil ich ja so enge Kurven fliegen musste. Ja, ich probier's einfach nochmal. Richtig Bock auf Chat. Chat-Action. Also ein bisschen kenne ich mich jetzt schon in Los Santos aus. Na, am Anfang waren wir voll der Noob. Mich auch. Aber... Am Anfang habe ich ja nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Also halbwegs wusste ich es schon, aber das sind halt so viele Straßen und die Map ist auch wirklich riesig. Ja. Ich meine, ich glaube, die ganze GTA 4 Map ist so groß wie Los Santos. Also halt die Stadt. Ja. Ich muss mir jetzt dringend eine SSD kaufen. Es leckt zwar nicht, aber es lädt manchmal so die Texturen erst spät nach. Ist schon ein bisschen assi. Nein, was assi ist, aus dem Flugzeug zu springen, wenn man keinen Fallschirm hat und dem Scheißding dann hinterherjagt. Ja. Was leider absolut null Sinn macht. Wie hupt man eigentlich? Ah.
Gefängnisausbruch, endlich. Genau so einen Job will ich machen. Ja. Was willst du? Ach Gott. Nein, will ich nicht. Scheiße, Warteschlange. Ach du Scheiße. Das ist voll behindert, dass dieser so Planungsmission geht, die hören für auf, sobald einer stirbt. Das finde ich voll behindert. Da stirbt immer einer. Ich bin es zwar nie, aber andere. Die verrecken ja ständig. Na komm, mach. Endlich. Aber jetzt bin ich wohl ganz anders. Oh Mann. Komm jetzt zum rein. Menschenskinder. Ernsthaft. Ach, das war jemand anderes. Schiffflugschule schwierig. Oder eher. Nö, ich hab halt bisher nur Bronze. Ja gut. Immer noch besser als gar nichts. Na, klasse. Aber die in GTA waren halt auch so schlau, dass man... Ich stell das jetzt glaub aus, du hast recht. Mit dem... Was? Naja, dass man immer im Haus spawnt, also... Das ist voll nervig, weißt du, ich wollte eigentlich so einen Gefängnisausbruch machen und dann war der schon voll. Und dann bin ich immer im Haus gespawnt. Ist ja auch nicht so geil, wenn man dann wieder zurückkommt, weißt du. Alter, ich bin höher als der Mount Shield hier. Ja, ja. Gebiet wäre lustig. Aber auch nur, wenn man was zu tun hat. Fuck. Du wolltest eigentlich golfen mit mir, hast du immer noch gemacht. Da hatte ich noch Humor, ne? Bevor du die schlechte Nachricht von der Grafikkarte hattest. Ach ja, richtig. Oh Mann. Kommt nur cool um die Ecke geschossen, was ist? Genau da muss ein Auto einem entgegenkommen. Aber ganz ehrlich, in die Felgen würde ich trotzdem erstmal nicht investieren. Das ist doch genauso wie die Hupe. Ich habe es mir angehört. 20.000 dafür. 21.000, das ist heftig. Ja, mein Gott. Ja, Silbermedaille. $5.000 und... 50, ja. Ich glaube nicht, ganz klar. Dann fang schon mal damit an. Landung in der Stadt einem Titan bei schlechter Sicht und schlechtem Wetter. Yay. Also wenn Gebäude einstürzt, ich bin's nicht gewesen. Na.
Ach Gott. Ich brauche meine SSD. Das ist nervig, wenn da immer wieder die Straße dann... Ich weiß, das kennst du ja vielleicht von GTA 4, wenn plötzlich die Straße einfach so verschwommen ist. Als würde ich jetzt gerade über irgendeinen Schleim fahren. Jetzt würde ich gerade im Flugzeug 1000 Meter drüber hocken und dann runter gucken. So sieht's aus. Ich nehme jetzt mal den epischen Weg in die Militärbasis. Geisterfahrer auf der A8. Nein! Weg. Klasse, Titan mit 3 Propellern läuft. Ja. Wie da immer ein Cargo-Bob über der Militärbasis schwebt. Schaffen wir's! Immer! Ah. Wie jetzt? Ich soll am Strand landen? Naja, die Invasion auf Russland. Naja, eher Amerika, die mag ich weniger. Tschüss! Oh Gott, das wird nix. Dabei, dabei, dabei. Komm, 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 komm. Los, tritt's auf. Oh, ich bin so gut wie tot. Ja, ich bin tot. Ah, ich Idiot. Ich hätte die erste abschießen sollen. Ihr Fahrzeug wurde von den Behörden beschlagnahmt. Schon wieder Silber, ich steigere mich. 11.750 RP. Was ist lol? Ich war gerade in der Militärbasis und da, du weißt ja, da fahren immer diese Militärautos halt, ne? Landung auf fahrendem Ziel. Fuck. Lande mit dem Hubstaub auf einem fahrenden LKW, ist ja stark. Und es sind überall halt diese Humvees, weißt du, wo die Autobahn grast. Ja. Das war witzig. Komm, halt an. Alter, ich bin ganz freundlich, ich mach gar nichts. Jetzt mach ich's. Oh, Mensch, wo hat denn der Autofahren gelernt? Wahrscheinlich hat er nur Autofahren gelernt, dann hat er sich in den Laster reinguckt, echt. Auch da. Ich fahre jetzt gerade mit dieser typischen GTA 4 Karre rum. Dieser... Ich weiß nicht, dieses von diesem Roman da. Ach fuck. Bitte was? No, wie kacke ist das denn? Komm jetzt. Dann komm schon, das macht eh so viel Sinn. Du kaufst dir so einen Supersportwagen, der ist super geil im Gelände. Und so eine ganz normale Karre kackt voll ab. Das wird nix. Na, ich schaff's sogar. Und die schießen. Wie, wie dreht man mit dem Drecks-Edi? What?
Probier's mal, wenn du rechts die das Numpad, da wo die Zahlen sind, ganz ganz rechts auf der Tastatur. Nein, das ist Numpad, ich keine Ahnung. Ah, ich bin so gut tot, ey. Das ist so behindert. Ey, ich bin tot, bevor du überhaupt... Ah, wie habe ich denn das letzte Mal das geschafft? Jetzt endlich mal ein Überfall. Das kommt, muss jetzt reichen.